25.000 € al Kilo. 25.000 Euro pro Kilo. Das ist der unglaubliche Preis, den Safran erzielen kann, eines der begehrtesten und kostbarsten Gewürze der Welt, das mit seiner intensiv gelben Farbe und seinem Duft nach aromatischem Holz und leichtem Rauch die Gerichte vieler Nationen, die ihn anbauen, ernten und verarbeiten, verfeinern. Was wir als Safran kennen, ist das Ergebnis der Verarbeitung der Narben, der zentralen Stängel, einer leuchtend violetten Blume, Cocos sativus, die ursprünglich aus Kleinasien stammt und von den Arabern im 7. Jahrhundert über Spanien nach Europa eingeführt wurde. Die Blüte findet zwischen Oktober und November statt und dies ist der zauberhafte Moment, in dem der Kokos gesammelt und mit Aufmerksamkeit und Geduld von den achtungsvollen Händen der Handwerker, die Safran anbauen, verarbeitet wird. Die Blume wird am frühen Morgen, wenn sie noch geschlossen oder leicht geöffnet ist, unbedingt von Hand gepflückt. Nachdem die Blütenblätter entfernt worden sind, fährt man mit nativem Olivenöl leicht eingefetteten Händen fort, um die Narben von der Basis der Blume zu trennen. Die Narben, 3 oder 4 für jeden Blütenstand, intensiv scharlachrot und etwas mehr als 1 Zentimeter lang, müssen nun getrocknet werden. Sie werden auf ein Tuch gelegt und in der Sonne oder je nach Jahreszeit auf einem Tisch neben einem brennenden Kamin ausgebreitet. Während der Trocknung verlieren die Narben etwa 5/6 ihres Gewichts und konzentrieren Aromen und Farbe. Einer der Gründe für den unglaublichen Preis, auf den wir schon angedeutet haben, ist neben der langen und heiklen Verarbeitung das geringe Gewicht dieses Produkts. Stellen Sie sich vor, dass 600 Gramm Narben benötigt werden, um 1 Hektogramm Safran herzustellen. Einer der am bestgeeigneten Orte für den Anbau von Safran ist neben den Abruzzen und den Marken die Region Sardinien. Auf der Insel werden jährlich 350 Kilo Narben produziert. In Italien werden insgesamt 450 Kilo verarbeitet. Vor allem der Medio Campidano im Südwesten der Region ist führend und die Stadt San Gavino Monreale ist sicherlich der absolute Leader. Allein diese Ortschaft trägt mit etwa 200 Kilogramm Produkt bei, das auf 30 Hektar von 100 Bauern angebaut wird. Safran wird in Pulver- oder Narbenform vermarktet. Letztere ist die wertvollste. So können alle geschmacklichen Eigenschaften, die in Pulverform schneller verloren gehen, behalten werden. Außerdem kann man das Produkt nicht fälschen oder mit anderen Gewürzen wie Kurkuma mischen, was zwar zur Farbe beiträgt, aber keinen aromatischen Mehrwert mit sich bringt, sondern im Gegenteil das Aroma des Safrans verdünnt. Die Verwendungsmöglichkeiten dieses Gewürzes sind vielfältig. Das berühmteste ist sicherlich das Risotto alla Milanese, bei dem Safran mit seiner unglaublichen Farbe der absolute Protagonist ist. Aber an Gerichten, sogar Desserts, mangelt es in praktisch keiner Region. In Sardinien zum Beispiel würzt Safran einen der traditionellsten ersten Gänge, die Fregola-Pasta, die ebenfalls aus dem Campidanese-Gebiet stammt. Die Ursprünge der Fregola sind offenbar sehr alt. Einige führen sie aufgrund der Ähnlichkeit mit Couscous auf die Phönizier oder die Punier zurück. Andere sind der Meinung, sie sei ganz sardisch. Um Fregola mit Safran und Muscheln zuzubereiten, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie zunächst die Muscheln, die Sie unter fließendem Wasser gewaschen und nachdem Sie die Seiten entfernt haben. Dann in eine Pfanne mit einem halben Glas Wasser geben und auf hoher Flamme öffnen lassen. Sobald Sie nach und nach öffnen, aus der Pfanne nehmen und zur Seite legen. Danach die Schalen entfernen und das freigesetzte Wasser filtern. Widmen Sie sich jetzt der Fregola. Geben Sie ein paar Esslöffel natives Olivenöl in eine Pfanne, fügen Sie die Fregola hinzu, rösten Sie sie einige Sekunden lang. Dann kommen das Wasser der Muscheln und ein paar Kellen heißes Wasser dazu. Etwa 15 Minuten kochen lassen und bei Bedarf nach und nach heißes Wasser nachgießen. Wenn die Fregola gekocht ist, schalten Sie den Herd aus. Fügen Sie die Safrannarben, die Muscheln, etwas Öl und die Schale einer halben Orange hinzu und rühren Sie, bis alle Zutaten gut vermischt sind.